Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Eine rund 1000 Quadratmeter große Lagerhalle der Mineralölgesellschaft Team Energy ist in der Nacht zum Montag im Industriegebiet im Neuenfelde in Uelzen bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Wie Klaus-Peter Witt, Niederlassungsleiter der Team Energy Service GmbH in Uelzen, sagte, sei bei dem Feuer nicht nur das Gebäude zerstört, sondern auch mehrere Lkw ausgebrannt. Er bezifferte den Schaden für das Unternehmen auf rund 1 Million Euro. Mehr steht morgen in der AZ. Ein aufmerksamer Zeuge hat durch sein schnelles und besonnenes Handeln am Sonntagabend einen Einbruch in Uelzen verhindert. Gegen 20.20 Uhr bemerkte ein 58-jähriger Uelzner, dass drei Männer versuchten, in einen PC-Laden an der Hochgräfestraße einzubrechen, berichtet die Polizei Uelzen. Als die erste Polizeistreife vor Ort eintraf, sprangen die Täter sofort in einen gestohlenen Pkw und rasten mit hoher Geschwindigkeit und ohne das Licht einzuschalten in Richtung Greierstraße davon. Die Polizeibeamten verloren das Fahrzeug zwischenzeitlich aus den Augen, jedoch konnten sie den Fluchtweg dank Hinweisen von Passanten nachvollziehen und schließlich einen Ford Escort Kombi an einem Feldweg im Uelzner Stadtforst auffinden, leider ohne Täter. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581 93 00 entgegen. Die Dorfgemeinschaft und der Ortsrat von Großliedern lässt beim Thema Verkehrsbelastung nicht locker. Nachdem die Landesstraßenbaubehörde die Übernahme der Kosten für eine Querungshilfe über die Ortsdurchfahrt zugesagt hat und damit ein Bau in greifbare Nähe gerückt ist, machen sich Bürgermeister Winfried Teichmann, die Ortsräte und die Einwohner nun für den Bau der Umgehungsstraße stark. Mehr steht morgen in der AZ. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Im Kreis Uelzen wird es noch kälter. Höchstens 2 Grad minus erreicht das Quecksilber morgen noch am Tag. Bei Aufklaren in der Nacht bis minus 8 Grad, das sagt unser AZ-Wettermann Zaki voraus. Dabei hat es die Sonne mit dem Hochnebel weiterhin schwer. Die weiteren Aussichten, vorläufig wenig Änderung. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.